Es gibt ja immer wieder Menschen, die meinen, Solar hätte nichts mit Selbstversorgung zu tun, aber es ist so, dass wir hier mit unserer Testanlage und mit meinem Testakku die ganze Bude hier im Moment beheizen und auch die LED-Panels laufen mit Solarstrom. Ein zweites Akku-Pack ist bestellt, das müsste die nächsten Tage ankommen. Dann bin ich bei 30 Kilowatt Nominalleistung. Dann kann ich auch die Bleisäurebatterie abklemmen. Die soll nämlich später mal unsere Werkstatt und auch diese kleine Hütte hier versorgen. Und die Lithium-Eisenphosphat, das gesamte Haus. Ja, hallo liebe Leute, mal wieder eine Batterie und zwar von der Firma Time USB. Ich habe von der Firma schon mal eine Batterie vorgestellt vor einiger Zeit und zwar nicht wie diesmal mit 12 Volt und 200 Amperestunden, sondern mit 24 Volt und 100 Amperestunden. Wo ist der Unterschied? Nur die Spannung, weil die Kapazität ist dieselbe im Grunde und nun packen wir das Ding erstmal aus. Bedienungsanleitung wie üblich und hier in der oberen Verpackung hier sind die Schrauben drin zum Anschluss für die Batterie. Ja, mal wieder schön handlich mit zwei Griffen. Das ist eigentlich fast immer dasselbe mit dem Case. Die Batterie selber wiegt ungefähr 18-19 Kilo. Ja, Bedienungsanleitung wieder auf Deutsch und auch auf Englisch. Aber ihr seht schon, gleich vorne drauf steht 200 Ampere BMS. Da kriegt man richtig was raus aus der Batterie. Und hier nochmal so eine Kurzanleitung. Ja, bei der Batterie handelt es sich um die sogenannte Plus-Version. Das liegt daran, dass die eben ein 200 Ampere BMS hat. Das heißt, die kann sehr schnell aufgeladen werden und auch sehr schnell wieder entladen werden. Ja, ist klar. Aber ja, sie ist eben auch für größere Ströme gemacht. Das hat einfach damit zu tun, hier ist ein anderes BMS drin, Batteriemanagementsystem. Und die Kabel sind natürlich in der Batterie dementsprechend auch etwas dicker ausgelegt. Erstmal zu den Batterien, die sich nicht aufschrauben lassen. Ich würde das immer ganz gut finden, wenn die sich aufschrauben lassen. Ich habe neulich mal eine Batterie gehabt, die sich aufschrauben ließ. Das ist wesentlich einfacher, weil man bekommt die eigentlich nicht heil auseinandergebaut. Die Batterie ist danach praktisch nicht mehr wirklich verwertbar, also gerade für den Außenbereich nicht mehr zu gebrauchen. Man kann die dann höchstens noch mit Silikon abdichten oder eben sehen, dass man die so dicht wie möglich kriegt. Man sollte die Batterien generell sowieso nicht zerlegen. Aber reingucken würden wir natürlich ganz gern immer mal. Und wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, misst man bei den Batterien, wenn man die bekommt, natürlich erstmal die Spannung. Mein Multimeter sagt mir jetzt auch, es braucht mal wieder eine neue Batterie. Wollen wir mal sehen, mit welcher Spannung die ausgeliefert wurde. 13,1718. Wunderbar, das ist okay. Und übrigens hat die weder USB noch Bluetooth. Die heißt einfach nur Time USB. Ja, die kleine Marke mit den außerirdischen Kobolden, obwohl keine drin sind. Und jetzt laden wir die mal. Oh, das Ladegerät lädt auf 14,4 Volt Spannung und lädt mit 10 Ampere im Moment. Und dann laden wir die Batterie natürlich erstmal zu 100% auf. In der Ladezeit werden wir einen kurzen Blick in die Bedienungsanleitung werfen, aber da die Bedienungsanleitungen so gut wie alle gleich sind, oder sehr ähnlich sind, werden die wir wirklich nur ganz schnell mal reingucken. Danach machen wir einen Kapazitätstest, wie immer, ob die Plus-Variante hier wegen dem 200 Ampere BMS, was hier verbaut ist, einfach nur ja Plus heißt deswegen, oder ob die eben auch ein bisschen mehr an Kapazität hat. 2560 Wattstunden sind hier angegeben. Außerdem möchte ich euch einfach mal anhand dieses Beispiels dieser Batterie zeigen, wie man sich sozusagen eine recht günstige Notstromversorgung aufbaut, indem man einfach einen normalen Spannungswandler nimmt, so wie ich das gleich beim Entladen machen werde. Ja, ihr seht, die Leistungsaufnahme geht langsam runter. Der Föhn zum Testen liegt schon bereit. Ja, hier, wie gesagt, die Bedienungsanleitung. Das auch nur wieder dasselbe, die Hinweise allgemeine. Ja, die haben wir jetzt schon x-mal gesehen, diese Anleitung. Es ist da eigentlich nichts anderes drin. Die Laderegler-Einstellung, ja, 14,4 Volt Ladestrom.
Umso schonender und langsamer man die Batterien auflädt, umso besser. Hier wieder die Tabelle mit den Ladeständen anhand der Spannung, auch nicht sehr genau. Ja, insgesamt kann man 16 Stück von denen zusammenschließen, maximal 4 in Reihe, sodass man so gesehen 4x 48 Volt Spannung hat. Ja, wie gesagt, nur ein schneller Blick. Und die Batterie ist voll geladen. So, der Föhn ist wieder in der Steckdose hier von dem Spannungswandler. Der wird ganz einfach an Plus und Minus angeschlossen. Wenn man das Ganze als Solaranlage betreiben will, dann kann man einfach an Plus und Minus so einen oder einen anderen Laderegler anschließen. Da steht auch genau drauf, wie. Plus und Minus an die Batterie, das ist hier, und Plus und Minus an das Solarpanel oder die Solarpaneele. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass auch die Spannung und Ampere stimmen. Jetzt starten wir den Test. So, der Föhn läuft. 35 Ampere ungefähr. So, was haben wir hier? Einmal eine 20 Watt Solarpaneele, eine 50 Watt Solarpaneele und da hinten eine 150 Watt Solarpaneele. Ein Spannungswandler 500 Watt, gibt es natürlich auch in anderen Größen, und einen sehr günstigen Laderegler. Aber im Grunde kostet zum Beispiel jetzt eine 20 oder 50 Watt Solarpanel unter 50 Euro. Ein günstiger Laderegler kostet ungefähr 20 Euro. Ich würde die aber nicht unbedingt empfehlen. Die funktionieren zwar, aber man holt einfach nicht das Maximum raus. Also von Victron, die sind schon besser. Da holt man wirklich das Maximale raus. Wie gesagt, die Spannungswandler gibt es auch in verschiedenen Größen und Preisklassen und die Batterien genauso. Also im Großen und Ganzen kann man halt sagen, dass sich solche Batterien wirklich sehr gut dafür eignen, selber eine sehr günstige Solaranlage sich zusammenzubauen. Ich verlinke euch einfach mal ein paar Komponenten, die man dafür braucht, unter dem Video und zeige euch eben, wie ich das machen würde, mit möglichst wenig Kosten. Es geht ja jetzt nicht unbedingt nur um diese Plus-Variante, sondern es gibt die Batterie ja eben auch in der Nicht-Plus-Variante. Das reicht dann auch völlig aus. Und so kann man locker für unter 1000 Euro seine eigene Notstromversorgung und ja eben auch Balkonsolaranlage, Inselsolaranlage in Miniform wirklich gut bewerkstelligen. Und das Ganze geht halt erst, seitdem diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien auf dem Markt sind. Übrigens, ich kann es jetzt und werde es ab heute immer sagen, hier sind keine Kobolde verbaut drin. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, weil die Lithium-Eisenphosphat-Batterien haben keinen Kobalt in sich. So, einige Stunden später, der arme Föhn, der läuft hier ohne Ende, aber der macht's. Wechselrichter hat sich ausgeschaltet wegen Unterspannung. So, wieder eine Batterie getestet und ich muss langsam feststellen, nach meinen ganzen Batterietests, dass die Batterien eigentlich alle die Leistung haben, die angegeben ist. Ob das nun Grade-A-Zellen sind, wie bei der Batterie oder den meisten anderen auch. Und selbst Grade-B-Zellen haben meistens die angegebene Kapazität. Ich bin hier sogar ein bisschen über die angegebene Kapazität gekommen. Wenn ihr Interesse habt an der Batterie, Link findet ihr mit Rabattcode unter dem Video. Auch die Steuerbefreiung. Es gibt ja für fast alle Solarteile mittlerweile in Deutschland seit Anfang des Jahres Steuerbefreiung. Keine Mehrwertsteuer drauf. Bietet die Firma auch mit an. Wie gesagt, Link unter dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis nächstes Mal.